Naja, dann würde ich mal sagen, ich gehe zur Brücke und speichere und dann versuchen wir mal rüber zu gehen. Sollte ich da gekillt werden, hätte ich alternativ. Das ist da hinten. Ah, das ist der Bauernhof, der brennt. Hätte ich alternativ die Möglichkeit noch, ne, beziehungsweise die Stadt, die brennt. Alternativ hätte ich noch die Möglichkeit, komplett zurückzurennen bis nach Talon und dort meine Sachen erstmal zu verkaufen und schauen, ob ich da vielleicht was Besseres für bekomme. Also was Besseres im Sinne von etwas, was mir persönlich mehr nützt. Rüstung oder so. Aber zuerst versuchen wir mal in diese Stadt zu kommen. Das ist die Oberbaumbrücke. Ja, da brennt's. Eben hat's kurz einen kurzen Ausrutscher gegeben. Brennender Tod auf schnellen Schwingen. Das war der letzte Frevel, den du begangen hast. So wahr ich Rolana heiße. Tja. Ich glaube, der hat gerade eben versucht, dem Drachen zu drohen. Wenn sie meint. Wie gesagt, ich hoffe vor allem, dass Gerling überlebt hat. O Herr Imperator, eine Hilfe. Brand und Verwüstung. All die Schriften und das Wissen hier. Unwiederbringlich verloren. Und der heilige Baum. Der Baum, das ist eine Katastrophe. Bei Angrosch, sei froh, dass wir das Biest verwunden konnten. Sonst würde jeder hier, ob Großling oder Angroscho, nur noch als rauchender Stumpen stehen. Was für ein Monstrum. Mein Vater wird stolz auf mich sein, wenn ich ihm seinen Karfunkelstein bringe. Und wie wollt ihr das anstellen, Prinz Arum? Der Drache ist geflohen. Er könnte überall als nächstes zuschlagen. Ich habe es schon einmal gesagt. Drachen sind alle gleich. Dieser hier wird seinen Hort genau dort haben, wo schon meine Vorfahren den letzten Drachen in diesem Tal erschlagen haben. Auf dem Berg über dem Städtchen Talon. Darauf verwette ich mein Kettenhemd. Wir brauchen nur die Schlüsselscheibe, die meine Ahnen in der Obhut dieses Klosters gelassen haben, um den Zugang zum Hort aufzusperren. Du als Schreiberling, Archivar, wirst doch gewiss Kunde davon haben, oder? Prinz Arum, ich fürchte, die Scheibe ist vor langer Zeit verschollen. Vielleicht hätte ich noch etwas in den Unterlagen des Klosters finden können, was uns auf ihre Spur bringt. Aber alle unsere Schriften sind dem Feuer zum Opfer gefallen. Verflixt, so triumphiert der vermaledeite Drache am Ende doch noch. Dann, meine Herren, solltet ihr wohl dankbar sein, dass ich anwesend bin. Ich habe den Lagerplatz der Steinscheibe herausgefunden. Und auch den Grund, warum nie große Anstrengungen unternommen wurden, sie wiederzufinden. Und wer bist du, Großling? Los, rede! Mein Name ist Gerling, großer Prinz. Ich bin Gesandter im Auftrag des Grafen Growin von Ferdok. Ich bin hier, um eine Delegation aus Murolosch zu treffen. Ich hätte nicht gedacht, dass der König seinen eigenen Sohn schickt. Es ist mir eine Ehre. Freundchen, ich komme nicht als Unterhändler, sondern als Drachenjäger. Von Verhandlungen mit dem Grafen ist mir nichts bekannt. Aber wenn du uns helfen kannst, die Bestie zu erlegen, dann immer raus damit. Menschen haben zugelassen, dass der Schlüssel zum Drachenhort verschwunden ist. Also ist es nur rechtens, wenn ihn Menschen auch wiederholen. An eurer Logik ist nichts auszusetzen, mein Prinz. Und so wie es aussieht, haben wir hier auch den idealen Kandidaten, um euch bei der Suche nach der Scheibe zu helfen. Ja. Der Herr von Ferdok hat mir schon von euch berichtet. Ihr seid offenbar genau rechtzeitig gekommen. So bin ich. Genau rechtzeitig? Rechtzeitig wofür, Herr Gerling? Nun, wie ihr sehen könnt, habe ich statt der erwarteten Unterhändler eine Gruppe Drachentöter hier angetroffen. Auch wenn diese Zwerge nicht gekommen sind, um mit mir tagelange Verhandlungen zu führen, so könnten sie uns trotzdem die Tore nach Murolosch öffnen. Allerdings würde ich dafür eure Hilfe benötigen. Wie genau kann ich behilflich sein? Es heißt, ihr seid bereits einmal dieser schrecklichen Bestie begegnet. Prinz Arum und seine Krieger sind ebenfalls gekommen, um den Drachen zu erschlagen. Zusammen kann euch vielleicht ein Sieg gelingen.
Uns würde die Ehre erwiesen werden, nach Murolosh eingeladen zu werden. Doch der Weg zum Drachenhort führt durch einen Turm, dessen Schlüssel die Geweihten dieses Klosters hier vor langer Zeit verloren haben. Ihr müsst den Schlüssel finden, wenn ihr den Drachen erschlagen wollt. Nach meinen Studien glaube ich zu wissen, wo dieser Schlüssel ist, aber wenn das nur das einzige Problem in diesem Tal wäre. Erzählt mir genauer, was ihr alles wisst. Die dunklen Ereignisse nahmen erstmals ihren Lauf, als vor etwas über nur 100 Jahren ein Kaufmann namens Eichrich nach Talon kam und sich dort niederließ. Durch den Verkauf von Apfelwein machte er ein kleines Vermögen und war schon bald ein wichtiger Mann in der Stadt. Was jedoch niemand ahnte, der Mann war in Wahrheit ein Nekromant, ein skrupelloser Totenbeschwörer. Er studierte auf abartige Weise Leichen und verbrachte seine Nächte mit der Erforschung dunkler Magie. Allerdings führte er seine Forschung nicht in Talon selbst durch, sondern in einer kleinen Höhle nordwestlich von Prensheim. Dazu sei angemerkt, dass es keine Beweise gibt, dass er seine Kräfte jemals bewusst zum Schaden anderer nutzte. Es war wohl der Durst nach Macht und Wissen, um ihrer selbst willen, die ihn antrieben. Auf jeden Fall führten ihn seine Studien eines Tages zum Zwergenturm und zu den Geheimnissen, die dieser verbarg. Bei den Pereine-Priestern des nahegelegenen Prensheim war der Kaufmann dagegen sehr angesehen, und einer der Priester war wohl ein mitwissender Handlanger. Diesen beauftragte der Kaufmann schließlich mit dem Diebstahl der Steinscheibe, dem Schlüssel zum Turm. Doch vermutlich noch in der gleichen Nacht, als der Handlanger den Diebstahl ausführte, erlag der Nekromant der blauen Keuche. Vielleicht eine Strafe der Göttin. Hallöchen! Sorry, dass die Aufnahme abgebrochen ist. Das gab jetzt einen kurzen, sinnlosen Cut. Ich entschuldige mich dafür, dass ich außerhalb des Bildschirms geklickt habe, das Spiel abgestürzt ist und damit die Aufnahme auch. Aber zum Glück habe ich alles bis hierhin. Ich habe ja voll gespeichert, da konnte ich schnell nachspielen. Und dann sind wir wieder hier. Also, das war jetzt hier der Teil, nachdem Gerling, keine Ahnung, was gesagt hat, mit dem Handlanger. Jetzt kommt der Dieb. Seit damals fehlt von dem Dieb und der Scheibe jede Spur. Ich nehme an, dass der Geweihte die Scheibe in die Höhle brachte und dort seinen Meister nicht mehr lebend vorfand. Sehr wohl aber dessen Kreaturen voller Unleben. Ihr solltet eure Suche in dieser Höhle beginnen. Ich zeichne sie auf eurer Karte ein, dann vermögt ihr sie vielleicht leichter zu finden, aber seid vorsichtig. Ich lasse mich nicht schrecken und werde mich sofort auf der Suche machen. Na super. Na super. Ich glaube, ich werde dann mal... Obwohl jetzt gerade die Aufnahme... Ich lasse mich mal kurz hier heilen. Das geht doch hier irgendwie. Oh, eine Truhe. Ach so, keine weiteren Tutorials mehr anzeigen. Misslungen war ja klar. Hier ist irgendwo Geweihte. Ach, hier. Verdammter Hortomusch. Gerling hat mir erzählt, was du vorhast. Du willst die verlorene Schlüsselscheibe für den Drachenturm finden. Hast du vor, gegen den Drachen zu ziehen? Hast einen schicken Bart. Mein Ziel ist Murolosh. Ich dachte, durch diese Tat könnte ich euren Respekt erringen und so Einlass in die Zwergenstadt erhalten. So ist das also. Ich mach dir einen Vorschlag, Junge. Hol den Schlüsselstein und triff mich und meine Gefährten nordwestlich von Talon am Turmeingang zur Drachenjagd. Wenn Angrosch will, dass wir siegreich und noch am Leben sind, wollen wir gemeinsam nach Murolosh ziehen und uns als Helden feiern lassen. In Ordnung, aber bevor ich gebe, möchte ich gerne was fragen. Nur zu. Ihr seid der Sohn des Bergkönigs. Ja, in meinen Hallen, da läuft immer dum 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 dum. Nein. Ja, Bergkönig Arombolosh ist mein Vater. Er thront schon seit Jahrhunderten in den Hallen von Murolosh. Aber die Könige der Zwerge unterscheiden sich von den Herrschern der Menschen. Die königliche Familie dient ihrem Volk, nicht umgekehrt. Deshalb bin auch ich auf dieser Jagd. Ich kann von niemandem, gerade nicht von unbedarften Großlingen, verlangen, gegen die Bestie zu kämpfen. Ich habe noch eine Frage. Nur zu. Erzählt mir von Murolosh der Zwergenstadt. Es ist die Perle des Bergs.
Von außen wenig mehr als ein Tor im Fels ziehen sich die Gänge und Höhlen viele Meilen bis in das Herz Aventuriens. Lampenlicht und Schmiedefeuer spiegeln sich auf Stein und brechen sich in Kristallen. Von den Wänden hallt das geschäftige Treiben der Angroschim wieder. Wenn wir diesen Kampf überleben, müsst ihr in die Hallen von Morolosch kommen und mich und meinen Vater besuchen. Ich habe noch eine Frage. Nur zu. Wie wollt ihr den Drachen besiegen? Unsere Taktiken sind seit Jahrtausenden erprobt. Wenn das Biest durch uns geschwächt wird, ist, gebe ich das Signal für meine Gefolgsleute. Diese werden dem Drachen dann mit dem langen Drachentöterspieß den Rest geben. Dann soll auch sein Abbild unsere Trophäenwaffen schmücken. Ich habe noch eine Frage. Nur zu. Wie habt ihr von dem Drachen erfahren? Der Stadtrat von Talon wollte ja kaum wahrhaben, dass eine Kreatur umgeht. Der Hohepriester von Angrosch in Morolosch, Xolgorax, hatte einen Traum, in dem er Talon in Flammen aufgehen sah. Wir haben vor langer Zeit einen Pakt mit den Menschen hier geschlossen, ihnen jederzeit wieder zur Seite zu stehen, wenn die schändlichen Drachenwesen ihre schuppigen Häupter wieder erheben. Also habe ich mich mit meinen engsten Kampfgefährten auf den Weg hierher gemacht, um die Bestie zu erlegen. Und so wie es aussieht, kamen wir keinen Augenblick zu früh. Das war vorerst alles. Danke, Prinz Aron. So, hallo, Geweihte. Der heilige Baum in Flammen. Wie schlimm kann es noch über uns kommen? Ich spüre die Vorrede können. Das ist gut. Sehr gut. Dann kann ich hier ein bisschen loswerden. Die Amöben haben ja einiges abgeschmissen. Zum Beispiel dreimal Edelsteine. Zweimal Edelsteine. Parierstange. Ja, du hast nichts, aber Vorgrim müsste noch eine Menge Gold haben. 22 mal Blattgold. Das behalte ich mal lieber, aber die Edelsteine können weg. So, ich denke, ich breche dann... Also ich breche nicht ab, aber ich beende dann die Aufnahme für heute und, ja, nächste Folge beschäftigen wir uns dann sowohl mit diesem Baum hier, als auch mit der brennenden Stadt, als auch mit dem Drachen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß mit den Videos und man hört sich. Tschüssi!